Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Ja, wie ihr seht, habe ich den Wetzriem gefunden und Plattenschuhe von Sakara und Oculus Ring, Herzschlechte, ganz viele Unix habe ich gefunden und noch ein Setplan. Kann man jetzt ins Chat wieder ausmachen. Ich will ihn aus. Ich will dann, dass er ausgeht. Egal. Hier habe ich einen Doktrin noch gefunden. Ein paar imperiale Gegenstände. Und hier unten sehen wir zum Beispiel das, der Mast des Zekels. Wo ist der Wetzriem? Ich sehe vor lauter Einblendungen sehe ich nichts. Der Goldträger habe ich hier. Irgendwo muss hier der Wetzriem sein. Hier. Weil der macht Explosionen, wenn man Heilkugeln einsammelt. Das ist noch sehr gut für den Barbaren. Und ja, was brauchen wir noch? Einen Ring. Der Nagelring, bitte. Für das MF. Und ja, der haut heftig rein. So, schauen wir mal den Temperer an, der ist voll ausgerüstet. Okay, dann geht es eigentlich schon los. Ich schau mal kurz, töte Belial, nee. Machen wir einen Rift. Ist am spannendsten. So. Ja, der Barbar. Ein bisschen weiter als ich ihn letztes Mal gezeigt habe. Aber ich habe ihn nicht oft gespielt, eigentlich sehr wenig. Ah, es ist normal. Okay, wir spielen auf normal. Ich dachte, ich wäre Meister gewesen. Oh, mehrere Feinde auf einmal. Also mehr ein Champion und ein Legendary habe ich gesehen. Oder zwei Champions. Ich sehe nichts und es laggt plötzlich ein bisschen. Zu viele Effekte auf dem Bildschirm. Gut. Nur ein wenig FPS. Zu wenig FPS irgendwie. So, haben wir die geschafft. Mein Abriss-Trupp ist extrem stark. Die sollte ich danach mal ein bisschen pushen, irgendwie. Durch Items, aber ich finde noch nicht so gute Items für die. Nächste ist tot. Ah, ich stecke ihn fest. Mönchswertigkeit. So. Laufen wir mal ein bisschen. Ich liebe die Explosionen vom Spalteneruption. Das ist einfach nur OP. Wenn es viele Gegner hat und alle explodieren, dann macht sie extremen Flächenschaden. Boom. Der nächste. Immer einfach Erdbeben einsetzen, wenn die kommen, die Elite-Gegner.
aber nicht daneben. Niemand hat eine Chance gegen mich. Ich muss nur ein bisschen höhere Level haben, damit ich Herausforderungen habe. Und ich müsste auf Qual spielen oder so. Ah, hallo. So, gehen wir da rüber. Back nicht herum. So. Gräber schinden. Und hier wieder Gegner angreifen. So. Und Peng, und Peng, und Peng. Der Baba macht schon am meisten Spaß von allen Charakteren, weil er auch reinhauende Fähigkeiten hat. Bleibt mir aus dem Weg. Es ist zwar der Ding nicht drin gewesen, aber ich kann ja die Urahnen mit reinsetzen. Bisschen Dauerwirbeln. So. Und hier den noch killen. Überall gibt es Monster. Die kommen so schnell auf uns zu. So, jetzt haben wir auch bald den Nephilim Rift schon. Boss schon. Ich könnte den austauschen. Okay, Paragon Level noch statten. Da habe ich noch nicht alle verteilt. Die neuen sind noch nicht verteilt. So. Und jetzt Kisten öffnen. Ja, aber nicht den Helm mitnehmen. Was haben wir hier oben? Oh, ein Schrein. Den will ich benutzen. Uralte Bestie. So. Oh, falscher Knopf. Ich wollte sprinten. So, dann haben wir die hier noch nicht. So. Und wo waren wir noch nicht? Unten. Da unten waren wir noch nicht. Die waren viel zu leicht. Die hatten ja nichts ausgehalten. Bäh. Ich mag die Schwerter, die sehen so richtig geil aus. Ich brauche mehr Zeit. Ja, wo ist jetzt der Gang nach unten? Bitteschön. Ah, dort unten vielleicht. Hier oben. Noch nicht bereit. Falsche Taste. Da oben ist nichts. Dann gehen wir hier runter. Vielleicht hier ist noch was. Ah, ein Goblin. Bleib bei mir. Ich will dich killen.
nichts Gescheites. Wo ist mein Legendary? Sonst finde ich ja immer recht schnell ein Legendary. Aber ich meine nicht. Vielleicht ist einfach die falsche Gegend hier ein schlechtes Rift. Dann gehen wir mal nach unten. Ja, jetzt sind wir im Kerker. Aha. Geister im Kerker, okay. Na, also die Farbe passt nicht so, aber ja, Geister im Kerker. Hat was. In der Folterkammer des Kerkers. So. Hallo, Drillinge. Klongegner. Ach, geht weg. Ihr seid ein bisschen zäh für solche 0815 Gegner. Kanonenfutter. Einfach weiterlaufen. Jetzt kommt dann der Rift-Boss. Hört denn doch. So, was ist das? Ah, so ein Steinsänger. Ich kenne einen Kristallsänger. Von welchem Spiel ist er? Ah, von Dawn of War. Aber ein Steinsänger kenne ich nicht. Oh ja, das muss ich ja heute installieren. Vielleicht mache ich dann ein neues Let's Play davon. Ich habe lieber das Schutzschild als dieses Amulett. Ist zwar stärker, aber nicht so effizient halt. Ja, und die Helme sind wegen MF. Lasse ich die drin. Also den Helm, den ich habe, drin. Ich möchte aber noch ein Legendary finden. Hallo. Und Geister nervt nicht so. Also einfach weitergehen. Der Geist kommt schon. Nein, fast. So ein Angsthase von einem Geist, das ist der Wahnsinn. So. Ja, schon wieder falsche Taste. Oh Gott, oh Gott. Ich muss das umstellen. Oh, mach ich Schaden. Nice. Geist kielen. Alle sind auf einem Haufen. Das waren ungefähr 6 Leute waren da auf einem Haufen. Meine 3 Vasallen und die 3 Gegner. Oder 4 Gegner waren es. Das sah aus. So, Kanalisation. I
Schrecksekunde. Aha, für Aufstumpf. Kampfrausch. Blutvergießen. Waffenwurf. Sonst nichts, okay. Hab gehört, der Wurfbarbar sollte noch stark, recht stark sein. Ich könnte ja mal Spalten ändern auf Wurf. Feuerschaden. Ich möchte aber gerne Querschläger. Töte den endlich. So. Einfach mal probieren, Querschläger. Der ist recht stark, ja. Geil. Ja, aber er hilft nicht so gut gegen zähe Gegner. Aber ist doch schon recht stark. Naja. Wenigstens ein bisschen größere Reichweite. Auch wenn er nicht so stark ist wie Spalten. Ja, mit ein bisschen Geduld ist das auch gut spielbar. Und schon fertig der Rift. Oh Gott. Nur zwei oder drei Ebenen, glaube ich, ja. Schade. Also, dann gehen wir kurz hier leveln. Mein Lieblingslevelort. Tastendrücken bin ich heute nicht gut. Drücke mir die falsche Taste. Aber ist gut, dass die jetzt draußen sind. Komme ich ein bisschen schneller vorwärts. So, und hier noch Kielen. Und jetzt ein Plan. Ich brauche ein Legendary, kein Plan. Oh Gott, oh Gott. Da kann ich gleich nochmal so einen Rift machen, oder? Ich weiß, was ich mache. Kielen. Ich mache ein bisschen kielen. Oh, nicht abhauen. Abschlachten, nicht abhauen. Nicht immer schützen. Manche Gegner sind solche Pussys. Pussy Mode. So. Jetzt möchte ich euch noch was kurz zeigen. Zuerst werden wir aber die Sachen verkaufen. Mal anschauen. Sind alle nicht so gut. Ne. Ja, aber jedes Mal kommentieren musst du es nicht. So, was haben wir für einen Plan gefunden? Verbitterung. Kenn ich nicht.
Schauen wir den mal an. Verbitterung. Ja, dachte ich mir, ist eine Waffe. Wo ist die Verbitterung? Boshaftiger, da Verbitterung. Ein Mojo. Level 31, oh Gott. Okay, verkaufen wir den Schrott. Und jetzt zeige ich euch noch kurz, wie man eigentlich schnell leveln könnte. Ich weiß nicht, ob es klappt, also ich mache es das erste Mal jetzt, aber ich möchte es mal ausprobieren, indem ich, oh nein, nicht die Heiltränke, die Essenzen, dankeschön. So, dazu muss ich raus aus dem Spiel, also zur Spielauswahl wieder, so, Spiel verlassen. Und jetzt Einstellungen, Qual. Ich muss irgendwie die erste Mutter irgendwie in die Stadt locken. Genau. Was kann man hier machen? Probieren wir das mal. Qual 1. Ich muss Neutristram und dann die Gegner in die Stadt locken. Dann explodieren, also sterben die irgendwie. Weiß ich nicht genau, wie das geht. Aber ich probiere es mal. Komm schon. So, probieren wir das mal. Ich habe keine Wut. Ich bräuchte Wut. Ich habe ja jetzt Fernkampf, den kann ich sie ein bisschen necken. Kann man die auch töten? Ja, nicht so gut. Wir haben so viel Leben. Aber ich töte sie einfach mal. Ja, und Schaden machen sie leider auch sehr viel. Aber ich mache jetzt auch Schaden, wenn ich kritte. So. Das habe ich schon mal. Oh Gott. Helft mir mal, Uran. So leicht, ich müsste eigentlich die Mutter herholen und dann einfach laufen. Also Mutter, wo bist du? Hier ist die erste Mutter, komm mit. Ja, aber du musst mitkommen. Genau. Locken wir sie in die Stadt. Du musst mitkommen. Komm jetzt, Mutter. Wo ist sie? Das ist aber nicht die Mutter. Ja, nehmen wir den zuerst. Wie lange muss ich das nochmal? Ah, der ist schon stark. Komm. Ja, und wann sterben sie? Sterben die hier nicht? Du musst hier sterben. Ich glaube, die kommen gar nicht hier rein. Wie geht denn das? Oder geht es nur im Singleplayer-Modus? Ich glaube, es geht nur im Singleplayer-Modus. Ja. Okay. Spiel verlassen. Einstellungen, Kampagne, Akt 1. Rumford am Tor. So. Ab jetzt will ich Qual 6.
So, jetzt probieren wir das nochmal. Jetzt werden wir wahrscheinlich auch sterben oder so. Und meine Katze jammert. Greif die mal an. Ah, diese Mutter meinen sie wahrscheinlich. Komm rein, einfach reinlocken. Kommt rein, ihr sterbt, wenn ihr reinkommt, komm. Ja, genau, die sterben alle. Aber jetzt muss nur noch die Mutter reinkommen. Komm. Mutter, du musst reinkommen. Oh Gott, machen die schon. Du musst hier reinkommen. Ach Mutter, häng nicht fest. Du musst reinkommen. Und hier hast du noch ein Erdbeben. Genau. Aber jetzt musst du weiterkommen. Komm zu mir. Komm zu mir. Dann werde ich sie halt so töten mit ihren 3,4 Millionen HP. 4,5 Millionen sogar hat sie. Irgendwann habe ich sie. Oh Gott, macht die Damage. Komm hier hin. Nicht mich abspucken, du musst reinkommen. Ja, wenn die nie reinkommt. Jetzt kommt sie. Komm. Komm jetzt rein. Lol, ich kann die Erdbeben gar nicht mehr einsetzen. Die haben mich schon getötet. Jetzt werde ich dich aber töten. Komm jetzt rein. Die steckt fest, das ist der Kacke. Jetzt, komm. Ja, komm. Lauf rein. Nicht. Ah, wieso stunst du die? Jetzt. Wow, sehr viel HP haben wir bekommen. Müssen wir die noch anlocken? Ach komm. Nein, das bringt's nicht. Ich tue lieber auf legalem Weg das machen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich muss meiner Katze helfen, die jammert herum. Oh je. Also bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und ja, vielleicht dann mit mehr Level von Barbar. Und ja. Also, tschüss.